Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 3. Wir rennen seit gefühlt 5000 Parts rein. Eigentlich ist es, glaube ich, erst seit einem oder zwei hier durch die Kanalisation. Und sind das erste Mal auf Hunter Gamma getroffen, hier diese ekelhaften Viecher. Aber wir haben ein bewährtes Rezept gegen sie. Und nun ja, jetzt werden wir uns hier erstmal. Jetzt muss ich gerade gucken, wie es lang ging. Hier, genau. Wenn wir uns noch mal ein paar Vorräte holen, die wir beim letzten Mal kurz vorm Ende des Parts nicht mitnehmen konnten, weil wir einfach zu voll waren. Genau, hier nämlich noch einmal Flintenmunition und einmal grünes Kraut. Die werden wir jetzt hier einmal zurückbringen. Und dann werden wir uns den Akku schnappen und werden dann hier hochgehen. Und dann kann ich da, glaube ich, auch die Tür freischalten. Genau. So ist der Plan und dann gucken wir mal, was diese Kanalisation uns bringt. Denn wir haben uns aufgeopfert für die UBCS, was ich immer noch nicht verstehe, weil ich die irgendwie, die gehören halt zu Umbrella. Ich mag die bisher nicht, auch wenn Carlos uns geholfen hat und ziemlich nett ist. Aber wir haben uns aufgeopfert, um Nemesis abzulenken, sind gefühlt 5000 Mal draufgegangen. Das war beim letzten Mal so ein Sterben mit Jill Valentine Part. Genau, so, das verstauen wir mal und dann. Stauen wir mal die restliche Flintmunition und nehmen den Akku mit. Speichern das Ganze. Und dann geht das los. Da können wir nämlich eine Treppe hochlaufen, können dann die Tür aufmachen, weil wir jetzt den Akku haben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sind relativ gut ausgestattet gegen die Gamma Hunter. Die lassen sich mit Handgranaten und Brandbomben relativ schnell ja, erledigen. Aber. Ich brauche die halt trotzdem nicht unbedingt immer direkt vor meiner Nase. Sagen wir es mal so. Ja, da ist schon mal ein bisschen gut, dass wir drüber reden. Hallo, Kumpel, hier, friss und stirb. Drei, zwei, eins. Perfekt. Und stirb. Und er ist einfach nur eklig. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Also, falls ihr es letztes Mal nicht gesehen habt, das sind einfach todeswiderlich. So. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Und da die Tür ist zu, da kommen wir nicht durch, aber wir können jetzt hier den Akku einsetzen. Perfekt. Und guck mal, also wir werden auf jeden Fall, denke ich, einen zweiten Akku brauchen. Ach nö. Bis. Um die anderen Türen auch noch aufzumachen, das ist halt echt so ein bisschen Kacke. Müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt hier geöffnet. Ach doch, wenn wir die jetzt öffnen können, dann kann ich den Akku ja mitnehmen. Mach auf. Perfekt. Dann nehmen wir jetzt den Akku nämlich mit. Give me the Akku, please. Danke. Perfectly. So, da gehen wir gleich gucken. Hier ist nämlich auch noch so eine Akkutür. Wo ist die, würde ich sagen? Guck mal, wo die hinführt. Und dann. Noch eine Tasche. Mega gut. Das können wir halt echt gut gebrauchen. So, dann können wir nochmal Sprengstoff mitnehmen. Was haben wir hier? Nochmal Schießpulver. Perfekt. Ich glaube, das war es dann auch. Genau. Was? Was liegt denn hier? Ach, da ist der Akku, dass ich den nochmal mitnehmen kann. Ja, ich verstehe. Dass ich die mitnehmen soll. Ja, wir haben auch irgendwo unten an der Bahnstation auch nochmal was liegen lassen. An einer Vorratskiste, weil wir Nemesis gestunt haben vor Ewigkeiten, wollte ich gerade sagen. Es fühlt sich zumindest an wie vor Ewigkeiten. Und da auch noch irgendwo ein Erste-Hilfe-Spray. So, jetzt können wir nämlich hier die Tür aufmachen. Easy Pupisi. So. Sehr gut, sehr gut. Eine Kiste wäre nochmal ganz geil. Also wir hatten ja hier unten noch eine Kiste, aber ich würde halt gerne Sachen austauschen. Und im Zweifel auch das eine oder andere herstellen. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Das klingt gut. Ich hoffe, er ist auch wirklich. Ich wusste es.
Uhuhu, der Kreatur entkommen. Ihr könnt mich alle mal an die Füße fassen. Schalala. Ach ja, das hat... Ach, richtig gut funktioniert. Waffen benutzen? Ja, warum auch nicht? Er ist eine einzige Waffe. Warum sollte er denn keine Waffen benutzen können, Jill, Alter? Stell doch nicht so dumme Fragen. Ja, Kiste. Perfekt. Ach, nice. Sprengstoff. Grünes Kraut. Perfekt. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben Sprengstoff, Schießpulver, hochwertige Schießpulver. Also, wir machen das mal so. Kann ich das kombinieren mit dem? Dann kombiniere ich das mit dem. Perfekt. So, jetzt müssen wir einmal gleich ganz kurz gucken. Das grüne Kraut können wir auch nochmal kombinieren. Wie war das? Akten. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Rechnung, da war das. Zweimal Sprengstoff A, explosive Granaten. Sprengstoff A und B, Brandgranaten. Ich würde sagen, wir stellen das jetzt einfach her. Explosive Granaten, perfekt. Mit dahin. Ja, gut. Die restliche Flinten. Ja, kann ich eigentlich da auch mit hin tun. So. Jetzt können wir den hier. Kann ich. Ach nee, warte mal. Den kann ich doch so. Stopp, wie war das? L1. So, dann nehmen wir nämlich lieber die explosiven Granaten. Leute, ich hab ein bisschen Schiss. Ich hasse diesen Typen. So, dann nehmen wir jetzt die explosiven Granaten und gucken, dass wir unseren Poppes hier rausbewegt bekommen. Und können im Notfall damit auf ihn schießen. Finde ich nämlich grandios gut. Er wird da eh gleich oben auf uns warten. Ich weiß es doch jetzt schon. Wo sind wir eigentlich? Wir haben keine Ahnung, wo wir sind, oder? Okay, warte, wir machen das mal so. Und Fetti. Nice. Muss ich euch noch irgendwie hier zermatschen? Ne, anscheinend nicht. Dich irgendwie? Ne, dir ist auch der Schädel geplatzt, glaube ich, ne? Sehr nice. Dann können wir nämlich jetzt nachladen. Dann müsste das jetzt auch... Perfekt. Alter. Sehr, sehr gut. Vielleicht sollten wir doch mal auf der Flinte bleiben. Habe ich da hinten noch... Ne, da stand nichts rum. Okay. Er kommt doch jetzt. Ich höre ihn doch schon. Ich muss hier raus. Schnell. Ja. Da geht's nicht weiter. Vielleicht bleiben wir doch so. Schalala, wir rennen. Ich glaube, wir müssen hier Dinge... Achso, warte. Dinge umlegen. Genau. Die fallen auch durch Zufall exakt so, dass wir da rüberlaufen können, ne? Das war ja klar. Was soll hier sonst auch... Really? Ach, hier ist eine Leiter. Ich dachte gerade, wo sollen wir lang? What the heck? Hallo? Er will mir auch nur dezent den Arsch verbrennen, oder? Also, ich glaube, er hat's... Er hat's... Er hat mich echt lieb. Wo kommst du her? Ich möchte es eigentlich ungern ausprobieren. Ich möchte gerne versuchen, an ihm Munition zu sparen. Ach, sehr gut. Sehr gut. Und ihm halt nicht meine ganze Munition in den Rachen zu schieben. Das wäre halt von Vorteil. Komm, geh. Also auch wenn es hier ziemlich heiß wird. Juhu. Upsi. Los, Jill. Ich hoffe, das ist ein Granatwerfer nicht verloren. Muss ich nämlich leider weinen. Ach Gott, wir kommen. Wir sind viel zu weit oben. Viel zu weit oben.
Müssen wir was tauschen? Nein. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir speichern nochmal kurz. Einfach, weil uns nichts passiert ist und ich immer froh bin über jeden Speicherpunkt, den wir haben. Und dann rennen wir weiter. Renne! Oh, warte, habe ich da irgendwas übersehen? Ja, noch ein Dokument? Ja, geil. Abrissverzögerungsankündigung. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhe haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Ist vielleicht ganz cool, weil wir vielleicht die Generatoren nutzen können. Weil er reagiert ja auf Strom empfindlich. Einfach Arschmade hier. Okay, los geht's. Eine Kreatur besiegen, du kannst mich mal am Arsch lecken. Ah, ja. Komm, 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 komm. Ach, komm schon. Komm. Komm, trau dich. Kann ich ihn, wenn er so ist? Bringt das was? Okay. Gut. Nein, nein. Au, au, das war scheiße. Das war fucking scheiße. Lauf, Jill, lauf. Warte, wir können kurz Heilung nehmen. Kumpel. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, ja. Nee, nee. Du verbrennst mich nicht. Hab ich gar keinen Bock drauf. Okay. Das ist fucking scheiße, was er hier gerade tut. Ich komm von hier, okay. Nee, 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 nee. Also, so nicht. Ich muss den da wieder an diese blöde Kiste kriegen. Ach, Mann, ey. Huhu, wieso ist er denn jetzt so schnell? Ah, so geht auch. Au. Au. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Draufballern und nachladen. Wir können das hier ganz kurz kombinieren. Also ich hoffe, mein Plan geht so auf, halt, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich habe halt auch nur dieses eine fucking Generatorteil hier, ne? Um ihn da irgendwie mal ganz kurz... Nein, ach Scheiße, das geht noch nicht. Das braucht immer eine Zeit. Das ist ja fies. Hallo. Ja, ja. Oh, oh, das ist natürlich jetzt nicht gut. Er hat mich eingeschlossen. Okay. Und wo kommt er von da? Ja, Jill, komm, komm, komm. Du schaffst das. Du schaffst das. Oh, er spritzt wieder. Ja, nice. Komm, trau dich. Ach. Meine Fresse. Jetzt muss ich halt mit ihm ja so ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen spielen. Bis dieses Teil hier hinten... wieder safe ist, ne? Ach Gott, ey. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Kumpel. Wie oft muss ich das denn machen, ey? Ich habe da nicht so viel Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Mit dem hier so ein bisschen Kinderkarussell zu spielen. Das Teil ist halt auch immer noch nicht fertig.
Na komm. Ja, ja. Komm ruhig mit. Jetzt geht's wieder. Nice. Ach komm, Alter. Nee, nee, nee. Auf die Scheiße habe ich gar keinen Bock. Komm, lauf noch eine Runde mit mir, weil es so schön ist, bis es da aufhört zu brennen. Komm, komm, komm. Nee, 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 nee. Da, so haben wir nicht gewettet. Nee, nee, nee. Was ist das? Ach Gott, bitte nicht, Alter. Ich habe auch keine Brandgranaten mehr. Ich weine! Ja, wahrscheinlich muss ich ihn... Droppt er jetzt hier nochmal irgendwo? Halleluja! Aua. Ach Gott, wir laufen kurz einen größeren Bogen. Ist das eine Kiste für mich? Kann ich die mitnehmen? Ja. Auch nice. Nee, nee, nee. Ach, perfekt. Was ist denn mit dir? Halleluja. Meine Fresse, wie lange... Muss ich dann mit ihm hier Ringelpiez mit anfassen spielen? Ich hab da nicht so viel Lust drauf. La, 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 la. Dann stürmt er schon wieder. Ach, hör auf. Nee, 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 Kumpel. So machen wir das hier nicht. Wie lange braucht denn dieses Teil? Also eine Runde laufe ich noch mit ihm und ich hoffe, dann kriege ich ihn. Das ist hier, also es britzelt auf jeden Fall schon wieder. Perfekt. Na komm. Komm, wir machen eine Runde. Komm, komm, komm. Folgt mir. Ahaha, nee, 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 aua, das war schlecht. Das war dumm. Das war dumm, das war ziemlich dumm. Und ich habe auch nichts mehr zum Nehmen. Shit, 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 shit. Das war ziemlich scheiße. Oh, jetzt habe ich mir selbst wehgetan, das ist natürlich kacke. Hast du es jetzt? Ist es jetzt vorbei? Oh shit, ich würde sagen, das war hart knapp überlebt. Wechsel mal auf die Flinte, würde ich sagen. Weil ich glaube, mehr habe ich eh gerade nicht.
Ach, Nemesis geschlagen? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß, Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich habe getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Ja, habe ich verstanden. Okay, gut, dann können wir jetzt hier mal gucken, was wir, ob wir hier irgendwas Nices finden. Ich hätte gegen ein bisschen Vorräte gerade nichts einzuwenden, muss ich ehrlich sagen. Aber es sieht mau aus. Und die Feuerwehr irgendwas für mich? Nada. Nothing. Ja, doch, hier war doch gerade was. Oh, Munition. Nice. Das war nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber gut. La la la. Kriege ich den? Was von hier? Eigentlich müsste ich den doch. Ich habe ihn doch. Also sorry. Ja, geht doch. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den eigentlich. Warte mal, kann ich den hier mehr mit der Flinte? Den hat sie gegessen. Der sieht auch fertig aus. Und dann erledigen wir uns jetzt noch dem da. Patty! Müsste es jetzt auch gewesen sein. Ich weiß, ich müsste wahrscheinlich nicht alle machen, aber da ich mich hier gleich noch in Ruhe umgucken will, ist es vielleicht schlauer. So, die laden wir auch noch nach. So, dann gucken wir jetzt mal. Da geht es auf jeden Fall nach unten irgendwie. Aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich hier noch irgendwas finde. Irgendwas wäre halt ziemlich geil. Wie ist denn die Map eigentlich? Genau, da unten ist noch eine Tür. Ah, ja. Gut. Ist jetzt die Frage, geht es da unten weiter? Bin mir unsicher. Wir gehen da jetzt mal gucken. Ach, ich weiß, wo wir sind. Das ist das Parkhaus. Das ist das Parkhaus, wo wir im zweiten Teil waren mit Claire und Leon und so. Hochwertiges Schießpulver. Ja, das ist das ist das Parkhaus von der Polizeistation. Krass. Cool. Oh, das ist... Ist es da vorne der... Also erstmal ist das der Gunshop, wo die Notiz herkam. Und ist es der Gunshop, wo wir auch mit Claire und Leon auf den Typen getroffen haben? Sind? Bestimmt, oder? Was brauche ich denn dafür? Für verschlossene Tür. Wahrscheinlich ein Schlüssel oder so, ne? Hier ist ja noch irgendwas. Nö. Nope, nope, nope. Dann gehen wir mal hier rein. Okay. Was haben wir hier? Sprengstoff. Kraut, perfekt. Kann ich das... Ne, ich habe kein weiteres Kraut zum Mischen, ne? Halbautomatischer Laufflinte. Geil. Kombinieren.
Mega. Nice. Und nochmal Sprengstoff A. Das können wir eigentlich gleich kombinieren hierzu. Genau. Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch hier Flipstolen-Munition. Ich hätte halt gerne noch irgendwas Krautartiges. Das wäre halt ganz geil. Schießpulver. Halt! Miss Jill! Kendo, dir geht's gut. Ja, gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Oh, wie nett ist er bitte? Was ist er bitte für ein cooler Dude? Nun gut, ihr Lieben, Nimm am besten die Seitengasse. Wir nehmen erst den... Ach, dann kann ich gerade nicht... Okay. Ja. Der Schlüssel hängt an der Wand. Ja, habe ich schon gefunden. Danke. Gut, wir werden jetzt hier erstmal kurz unseren Krams hier soweit verstauen. Das hochwertige Schießpulver werden wir stauen. Obwohl wir können damit vielleicht Flintmunition machen. Ist gar nicht so schlecht. Kombinieren. So, haben wir Flintmunition. Kombinieren. So, perfekt. Das verstauen wir erstmal. Puh, ist eigentlich halt auch dumm, aber ich habe halt nicht so viel Platz. Gut, wir nehmen jetzt erstmal den Schlüssel mit. Und dann werden wir speichern und den Part an dieser Stelle beenden. Krass, wie nett der Typ jetzt ist, weil ich fand ihn im ersten Part war halt mega unfreundlich von uns. Aber wir wissen ja auch, also im zweiten Part, wir wissen ja auch, warum er nicht mitkommen möchte. Nämlich, weil seine Tochter infiziert ist, die, ja, da drin liegt. Warte mal, wir können... Ah doch, das grüne Kraut haben wir mit, genau, weil dann können wir da hinten nämlich dann das orange Kraut nehmen. Gut, ihr Lieben, ich würde den Part aber an dieser Stelle beenden. Wir gehen im nächsten Part hier durch die Gasse und gucken, dass wir zur U-Bahn-Station gelangen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr Montag zu Resident Evil 3 wieder mit dabei seid. Ansonsten kommt morgen Stray von meiner Stream-Aufzeichnung. Und dann, ihr Lieben, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns. Bis dann!